Das Thema Schlaf wird völlig überbewertet. Schlaf, was ist Schlaf? Wir haben ein ganzes Leben vor uns und verbringen eine große Zeit mit Schlafen. Circa ein Drittel des Lebens mit Schlafen. Braucht kein Mensch, oder? Herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute wieder zum Thema Fitness over 50. Mit dem spannenden Thema Schlaf. Tja, mehr oder weniger schlafen tun wir alle. Wie gut wir schlafen, wie tief wir schlafen, da gibt es eklatante Unterschiede von einer zu anderen Person. Dass Schlafen natürlich was ganz Essentielles ist, dass Schlaf, dass die Schlafqualität so hoch wie möglich sein muss, davon gehe ich aus, dass dies jedem bewusst ist. Aber es gibt sehr viele Menschen, die haben tatsächlich mit dem Schlafen ein Problem. Wer gut schläft, wer tief schläft, der ist am nächsten Tag ausgeruhter, bringt mehr körperliche Leistungsfähigkeit und auch mehr geistige Leistungsfähigkeit und ist stressresistenter und ist besser drauf. Also, guter Schlaf hat nur Vorteile, keine Nachteile, null Nachteile. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Alle da draußen jetzt zuhören und die schlecht schlafen. Es gibt eine Möglichkeit, besser in den Schlaf zu kommen und vor allem einen tiefen Schlaf zu forcieren. Wie geht das? Da gibt es ganz, ganz viele, aber auch relativ einfache Mittelchen, die man einsetzen kann, damit man besser, tiefer und länger schläft. Wir gehen jetzt mal weg von der Chemie, da gibt es ja alles mögliche, Melatonin, da gibt es ganz viele Rohstoffe, die man nutzen kann in der Pflanzenkunde, genauso wie in der Chemie, um besser in den Schlaf zu kommen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einen tiefen, festen, natürlichen Regenerationsschlaf. Und da ist das Allerwichtigste, die Schlafumgebung. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Wir fahren tolle Autos, wir haben tolle Kleider an, wir geben viel Geld aus für Parfüm, wir geben viel Geld aus für alle möglichen Schnickschnack, aber oftmals wird im Bereich des Schlafens gespart. Und das macht meines Erachtens nach überhaupt keinen Sinn. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Somit muss unser Schlafzimmer so optimal wie möglich gestaltet sein. Die Matratze so gut wie möglich gestaltet sein. Sie muss zu meinem Körpertyp passen. Deswegen gibt es auch heute immer mehr Firmen, die bieten es an, dass man auf den Matratzen schlafen kann bis zu 100 Tagen, um zu testen, ob das Teil zu mir passt. Würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ich kann jetzt hier keine Werbung machen für eine Matratze, weil es auch eine gewisse Individualität, was Matratzen anbetrifft. Der eine schläft auf einer weicheren Matratze gut, der andere auf einer härteren Matratze, der nächste im Wasserbett. Das sollte jeder individuell selbst überprüfen, inwieweit er auf der Matratze, die er sich ausgesucht hat, hervorragend schläft. Aber eins wäre schon mal wichtig, das Bett selbst und die Matratze müssen passen. Das sind zwei Faktoren, da sollte man sich Mühe machen und sollte nichts übers Knie brechen. Das ist die Nummer eins, die Nummer zwei. Man sollte darauf achten, dass das Zimmer so weit wie möglich dunkel ist. Keine Lichtquelle im Zimmer, alles sollte dunkel sein. Das gibt es wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass wenn minimal Licht da ist, dass dann in der Regel der Tiefschlaf bzw. der Schlaf gestört sein kann. Das war die Nummer zwei. Die Nummer drei, die dritte Regel. Achte darauf, dass in der Nähe des Bettes keine Funksignale habt, ein besseres Handy ausgeschaltet. Bei mir persönlich ist das Handy immer im Flugmodus und ich schalte sogar den WLAN-Schalter aus, den Hauptschalter. Warum? Für was brauche ich nachts WLAN? Ob das jetzt tatsächlich hilft oder nicht hilft, weiß nicht, inwiefern es da wissenschaftliche Studien gibt. Aber für mich ist es so, der Ursprungsmensch war mit irgendwelchen Strahlungen, die da außen rumschwirren, in dieser Frequenz sicherlich früher nicht konfrontiert. Also lasse ich es weg, weil ich brauche es nachts auch nicht. So, dann kommt noch dazu, habe ich gesagt, klar, Schlafumgebung, Lichtdunkel, keine Funkwellen in der Nähe, auch kein Quarzwecker, einen ganz schlichten, einfachen Wecker oder das Handy tatsächlich, aber auf Flugmodus und den Wecker eingeschaltet. Und dann das nächstwichtigste, eine gute Sauerstoffzufuhr im Schlafzimmer ist was ganz Wichtiges, weil wir
natürlich zum Schlafen Sauerstoff brauchen. Gute, frische Luft. Wenn ihr zur Nacht zu zweit im Zimmer liegt, je nachdem wie groß es ist, ihr habt die Fenster geschlossen, dann ist der Sauerstoff in der Luft relativ schnell aufgebraucht. Und dann haben wir auch wieder einen sogenannten Sauerstoffmangel, keine saubere Luft. Und auch das kann dazu führen, dass wir nicht gut schlafen. So, was haben wir noch für einen Faktor? Wir haben den Faktor, wie komme ich denn überhaupt in guten Schlaf? Viele Menschen kommen schlecht in den Schlaf, sagen, naja, bis ich eingeschlafen habe, geht ein, zwei Stunden. An was liegt es? Oftmals daran, dass unser Gehirn keine Ruhe findet. Dann ist das Allerwichtigste, einmal eine halbe Stunde bis Stunde vor der Bettzeit sollte man sich nichts mit nichts Spannendem beschäftigen. Keine geschäftlichen E-Mails lesen, absolut sträflich. Keine SMS lesen, keine WhatsApp lesen, kein Computer angeschaltet zu haben, kein spannendes Ballerspiel gespielt zu haben. Alle die Sachen, die uns innerlich aufwühlen könnten, sollte man weglassen. Auch spannende Gespräche mit der Frau, Streitgespräche, sollte man abends auf die Nacht vermeiden. Am besten am ersten nächsten Morgen, wenn sie noch Zeit hat. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, um in einen guten Schlaf zu kommen. So, wir haben jetzt schon, glaube ich, alle Punkte angesprochen zum Thema. Ja, das Wichtigste für mich natürlich, nochmal, das möchte ich nochmal betonen. Das ist der Faktor, was mache ich eine halbe Stunde bis Stunde, manche sogar eineinhalb bis zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe. Wenn man sich nicht darauf vorbereitet, dass man demnächst schlafen möchte, den Körper auffühlt, den Körper aktiviert, zum Beispiel auch durch intensiven Sport zu später Stunde, oder durch eine zu üppige Mahlzeit, bevor ich ins Bett gehe. Alles das kann dazu führen, dass wir nicht besonders gut schlafen. Wer selbst schon mal bzw. selbst unter Schlafstörungen leidet, der kann ein Liedchen davon singen, wie anstrengend der nächste Tag ist, wenn man nicht gut geschlafen hat, wenn man regelmäßig unter Schlafstörungen leidet. Da leidet der komplette Lebensluxus drunter. Deswegen, Freunde, ganz wichtig für die Damen und für die Herren, die Herren müssen sich nicht nur angesprochen fühlen, oftmals haben auch die Damen Schlafprobleme, gerade über 50, kommt noch dazu, dass die Hormonstrukturierung sich verändert und die Frauen in die Wechseljahre kommen, die haben öfters noch mehr Schlafprobleme und da ist ganz wichtig, dass ich diese Parameter vorher, bevor ich ins Bett gehe, einhalte. Nichts ist besser, nichts ist gesünder wie ein tiefer, fester Schlaf. Es kommt ja nicht darauf an, ob ich 10 Stunden ins Bett liege. Man sagt, zwischen 7 und 8 Stunden wäre optimal. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. Ausschlaggebend, wie gut ich geschlafen habe, sind die Tiefschlafphasen. Besser 7 Stunden tief geschlafen haben, wie 9 Stunden im Halbwachschlafphase. Das bringt nichts, da regenerieren wir uns nicht. So, das glaube ich war jetzt definitiv alles zum Thema Schlaf, gesunder, tiefer Schlaf. Es gibt natürlich auch noch ein paar Mittelchen in Form von Aminosäuren. Es gibt dann noch ein paar Mittelchen in Form von Pflanzenextrakte. Die werde ich aber definitiv in einem anderen Clip nochmal ansprechen. Das war's für heute. Wenn ihr Anmerkungen habt und wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr ein bisschen mitmachen. Dann müsst ihr unten in die Bemerkungen, entweder bei YouTube oder natürlich auch bei Facebook eintragen, was euch noch interessiert, zusätzliche Infos. Und dann nehme ich mir das auf meine To-Do und werde es definitiv abarbeiten. Das war's, Andreas Riembacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema Dein Schlaf über 50 ist meine Aufgabe.